Diese. Da! Oh, ja! Ha. Ah, aufgepasst! Ja. Ja. Oh, ja. Ich helfe euch! Keine Sorge! Nur lauf mir nicht in den Weg, so wie gerade eben du zum Beispiel. Okay, noch scheint sie freundlich zu sein. Gut. Alles meins. Alles meins. Meins, 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 meins. Ihr habt euch nichts verdient. Ich habe die alle umgebracht. Meine Beute. Mein Loot. Das kann ich euch gleich verkaufen. Keine Sorge, ihr kriegt auch was. Nachher. Nachdem ich hier alles eingesammelt habe. Ein Huhn. Vorhin haben wir das noch erledigt. Hatte der gerade gebratenes Fleisch dabei? Warum haben die keine Werkzeugbeutel? Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Gern geschehen. Es ist zum Verrücktwerden. Oh. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja, es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Nee, lass mal. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Und deine Frau. Jetzt dreht er völlig durch. Mag sein. Aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Soll ich jetzt den Gürger jagen, oder wie? Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt! Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee, jetzt sagt bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Naja. Und jetzt ist es beim Gürger, oder wie? Das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Ja, sollen wir jetzt eine neue bei eBay kaufen, oder wie? Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen? Hey, Mendoza, altes Haus, deinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme, oh, nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen! Vom Gürger? Nein, ach, verdammt! Ich weiß es doch auch nicht! Sollen wir einen aus Pappmaché basteln? Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Tatsächlich? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so das ist... Das habe ich nicht gemeint. Ja, komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja, also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Die gestohlene Kristallscheibe. Was gibt es denn im Osten? Ein Tempel. Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Da standen wir schon mal davor. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Ich? Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Na gut, ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja, pass auf dich auf. Ja, eine Sache noch. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Was glaubst du? Hier ist alles ruhig. Hier ist immer alles ruhig. Es gibt überhaupt keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Ja. Reg dich ab, Junge. Ist ja alles gut. Ich habe hier gerade die Gnome erledigt. Das ist ganz ehrlich. Die lassen sich auch einfach beklauen. Können die nicht auf ihre Sachen aufpassen? Das geht ja gar nicht. Also, ich würde mich niemals beklauen lassen. Gut, die haben wahrscheinlich auch nichts, was man klauen könnte. Jedenfalls nicht mehr. Und nochmal von vorne. Geschafft. Was ist denn das? Maximales Mana plus 3. Ach komm. Haben die nichts Gescheites?
Ja. Habt ihr jetzt vielleicht irgendwas Neues? Ich kann jetzt nicht. Du hast doch bestimmt noch was vor. Anscheinend nicht. Oh, eine Ogerwurzel. Ne, nur eine Heilwurzel, auch schade. Aber dafür ein Druidenschierling. Wie kommen wir denn jetzt zum Banditenlager möglichst schnell? Indem wir einfach den Weg zurückrennen, wahrscheinlich. Ist ja nicht allzu weit entfernt. Außerdem kann man den Weg ja inzwischen zur Genüge. Obwohl, wenn jetzt immer neue Gegner da sind, na, das kann ja natürlich ein bisschen dauern. Wenn überhaupt neue Gegner da sind, weil irgendwie mangelt es gerade an neuen Gegnern. Dafür, dass neue Gegner da sind. Aber ich denke, in der Hinsicht werden wir sehr bald nicht enttäuscht werden. Ja, da vorne ist zum Beispiel schon eine Stachelratte. Eine kleine Stachelratte. Die allen Ernstes glaubt, sie könnte sich uns entgegenstellen. Die kleine, dumme Stachelratte. Aufladen. Sehr schön. Klappt wunderbar. Dann müsste doch jetzt hier nach vorne das Artefaktlager sein, ja? Und dann sind wir auch gleich schon beim Don. Und können dem von unseren Verhandlungen mit dem Inquisitor berichten. Lass mal jetzt was ist denn das? Ein Waffenstillstand. Ach so, ja, die Arbeiter, natürlich. Lass mal jetzt einen Waffenstillstand haben. Was ist los? Und nebenbei mal die Welt retten. Ein Wolf. Ich seh's doch. Na, nicht runterfallen. Na gut. Wie gesagt, vorhin schon erwähnt, ein bisschen Schwund ist immer passiert. Ich hab's doch gewusst. Ich hab dich doch gesehen zwischen den Büschen, Junge. Und da vorne ist schon der Robert. Über die Brücke. Haben die hier vielleicht neue Rottwürmer oder Moorleichen? Nicht so wirklich. Oh, jetzt wird es aber langsam echt dunkel. Tja, was machen wir denn da? Wir gehen am besten irgendwo hin, wo es hell ist. Starre Ratten! Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Level-Up aus? Okay, das dauert noch ein bisschen. 2000 Erfahrungen in etwa. Das dauert noch ein bisschen. Oh, ich hab so eine leise Vorahnung. Oder vielleicht sagen wir eher eine Hoffnung. Ich hoffe, dass es so sein wird. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht könnten wir ja demnächst eine neue Rüstung am Leib tragen.
weil wir jetzt gerade einen Auftrag für den Don erledigt haben. Hey, geil. Komm mal her. Wer bist du denn? Ich muss mit dir sprechen. Warum sollte ich? Wer bist du? Das ist unwichtig. Es reicht, wenn du weißt, dass mein Boss ein großes Interesse an dir und deinen Fähigkeiten hat. Er hat mich geschickt, um dir ein Angebot zu machen. Egal, was er bietet, ich will mehr. Für wen arbeitest du? Für einen sehr mächtigen Mann. Etwa mächtiger als der Don? So etwas solltest du nicht tun. Für solche Bemerkungen sind schon so einige gestorben. Aha. Wer hat dich überhaupt hier reingelassen? Don Esteban und mein Boss sind Geschäftspartner. Und das schon sehr lange Zeit. Ich als sein Unterhändler kann mich hier frei bewegen. Was dagegen? Nee. Ich werde vielleicht mal drüber nachdenken. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber beeile dich damit. Das Angebot währt nicht ewig. Du bist einer von Kapitän Romanovs Männern. Ich bin beeindruckt. Na klar, Matrosenkleidung. Du bist ein schlaues Köpfchen. Siehst du? Und darum sollst du seinen Job erledigen. Schluss mit dem Gefasel. Was will dein Boss von mir? Du sollst jemandem helfen, der sich selbst nicht helfen kann. Du sollst etwas finden, was dieser jemand nicht alleine finden kann. Und du sollst eine wichtige Entscheidung treffen, die dieser jemand nicht selbst entscheiden kann. Alter, komm zum Punkt. Werde mal konkret. Wem soll ich helfen? Einer Frau. Sie hat eine kleine Kneipe. Och nee, nicht die. Am Hafenkai in der Stadt. Oh, ich hab's gehabt. Gott. Du redest von Patty. Ich sehe schon. Dir kann man nichts vormachen, was? Ja, genau. Wir sollen ihr helfen, weil sie sich selbst auf die Reihe kriegt, weil sie zu blöd ist, sich zu bewegen. Natürlich. Schon mal was von goldenen Kristallscheiben gehört? Ich hab so einiges gehört, auch von deinen goldenen Scheiben. Hilf uns. Und du wirst mehr darüber erfahren. Was wollt ihr von Patty? Nichts, was sie nicht auch will. Keine Sorge. Wir wollen ihr kein Leid zufügen. Alles, was wir wollen, ist, dass du zu ihr gehst und tust, was sie von dir verlangt. Das ist alles? Aber ja doch. Das ist doch nicht so schwer für dich, oder? Und was springt für euch dabei heraus? Du wirst schon früh genug alles erfahren, was du wissen willst. Nur so viel. Wenn du das Angebot annimmst, wirst du fürstlich dafür belohnt werden. Also, was sagst du? Gut, wenn wir einfach nur Patty helfen sollen, warum nicht? Okay, ich werde Patty aufsuchen. Gute Entscheidung. Nun, dann will ich dich auch nicht länger aufhalten. Wir lassen von uns hören, sobald wir es für angebracht halten. Viel Erfolg und schönen Tag noch. Patty in Schwierigkeiten, aha. Was guckst du so? Alter, du hast mich gerade angesprochen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich will Lernpunkte. Wie ist die Lage? Unsere neue Ausgrabung im Osten macht mir Sorgen. Ich habe einen Trupp Männer zum Eingang dieser unterirdischen Tempelruine im Osten geschickt, den unsere Schatzsucher öffnen konnten. Doch irgendwas stimmt da nicht. Sie müssten eigentlich schon längst wieder hier sein. Ich werde es mir anschauen. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Wir fanden den Stein hier in diesem Tempel. Angeblich soll er seinen Benutzer teleportieren können. Hier hast du ihn. Wir haben keine Verwendung dafür. Ach so, nur Banditenlage. Ich dachte, das ist für den Osttempel. Ja, gut, immerhin. Ich werde mir den Osttempel mal ansehen. Ja, das ist gut. Es wird Zeit, dass ihn mal jemand Feuer unterm Hintern macht. Der Anführer der Truppe heißt Danilo. Geh zu ihm und sage ihm, dass ich ihm den Kopf abreiße, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Wie du den Osttempel findest, solltest du ja noch wissen. Viel Erfolg. Ja, irgendwo da bei dem Sumpf und da kreuz und quer und irgendwie im Looping parallel dazu. Was macht dieser merkwürdige Kerl da am Eingang? Du meinst Balturo? Er ist einer von Kapitän Romanovs Männern. Der alte Pirat sendet öfter mal jemanden zu uns. Der Don macht Geschäfte mit ihm. Meistens irgendwelche kleinen Gaunereien. Nichts Wichtiges. Jedenfalls nicht für mich. Verstehe. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ach so, ja gut, das bringt's ja eh nicht. Wenn wir keine Lernpunkte haben. 2 von 4 Teleportsteinen.
Zeig mir deine Wahl. Hat er was Neues? Das meiste ist eh von uns, was wir verkauft haben. Pilz, Wein, Lebensenergie, permanent erhöht. Nur die Pilze oder was? Permanenter Stärketrank. Darauf habe ich gewartet. Dazu brauchen wir aber... Ach, verdammt. Alchemie Stufe 3. Und... Das dauert ja noch ein kleines bisschen. Ein paar Level-Ups. Wo ist denn der Don? Du wirst das schon richten. Was willst du? Will zum Don. Na, hat Damenbesuch, so wie es aussieht. Vielleicht ist er auch einfach nicht da, weil gerade Nacht ist. Das kann natürlich auch sein. Tja, gut. Dann speichern wir mal. Und versuchen ihn in seiner Bettruhe aufzusuchen. Raus! Geh bloß weg! Die haben mich ja schon mal angesprochen, dass sie da weg soll, aber dann auf einmal ziehen die gleich ihre Waffen. Diese Banditen sind alle so aggressiv. Tja, wo ist denn jetzt der Don, Jungs? Ich habe hier einen Bericht zu machen. Vielleicht weiß es ja die Rachel. Die natürlich gerade auch pennt. Rachel, aufwachen! War doch, bis bald mal. Ja. Was willst du hier? Ja, und das musst du mir gerade sagen, wenn du im Bett liegst. Naja, gut. Dann gehen wir eben kurz pennen. Bis zum nächsten Morgen. Und dann müsste der Don eigentlich auch erreichbar sein. Na, die haben alle nichts Neues zu sagen, so wie es aussieht. Verdammt! So, jetzt aber. Da kommt er. Guten Morgen, Don. Ich habe Kaffee mitgebracht. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Pah, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel, aber genaues weiß man erst, wenn man hineingeht. Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel. Und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. Danke. Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich natürlich klar. Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Klar. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Dann kriege ich aber auch was dafür, oder? Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten. Ich weiß. Nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Das wäre möglich. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Das ist möglich. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen.
Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle. Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht. Also ich muss ihm mal kurz sagen, ich schätze den Don auf jeden Fall so ein, dass er den folgenden potenziellen Plan auf jeden Fall anerkennen würde. Und zwar, was wäre, wenn der Inquisitor einfach gekommen wäre, mit seinem Schiff, seiner Armada, seiner Armee, was weiß ich, mit was er gekommen ist, in der Hafenstadt landet, zum Don geht und sagt, ey Junge, hör mal zu, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist hier ein kleines Problem, Titan, bla bla bla, Kristallscheiben vielleicht, lass uns da mal irgendwie zusammenarbeiten und suchen. Der Don würde sich sicher darauf einlassen, wenn es hier um seine Insel und sowas geht, also... Selbst wenn die dann ausmachen, ja, wir teilen 50-50 oder so von dem Gold, was wir erbeuten. Selbst wenn es das als Kompromiss wäre, wenn es im Inquisitor wirklich nur darum geht, dass die Titanen da vernichtet werden, dann wäre das doch viel besser, als wenn er da kommt, die ganze Insel tyrannisiert und was der gerade eben schon gesagt hat, die ganzen Leute einsperrt und so weiter. Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst. Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt. Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen. Kristallscheiben für den Don. Ein schlaues Kerlchen, der Kleine. Bis später. Ich will eine neue Rüstung. Ihr behauptet es wirklich. Na. Gut, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir gehen zum Osttempel, oder? Oder zum Gürger. Nee, ich glaube zum Osttempel. Aber das Ganze machen wir in einer anderen Aufnahme, denn diese hier werde ich jetzt beenden. Wünsche euch eine gute Nacht. Und esst was Schönes. Bis dann.